Hallo, liebe Freunde und Zuschauer, und willkommen zu einem neuen Projekt. Wie ihr schon sehen könnt, Evolve ist endlich draußen. Nach Verschiebungen und Betas und bla und blub ist jetzt die Vollversion rausgekommen und ich bin so froh und ich habe mich richtig drauf gefreut und ich habe auch richtig Lust, das zu spielen, weil ich auf Koop-Shooter einfach stehe. Und das ist ja auch von den Left 4 Dead machen und auch sehr Left 4 Dead ähnlich, nur in einem anderen Universum. Und ja, gut, die DLC-Politik von denen kann man jetzt drüber streiten und diskutieren. Ich finde es auch weniger toll, aber naja, was will man machen? Ich will es trotzdem spielen und ich werde als allererstes am Anfang des Let's Plays die Solo-Kampagne, es soll eine Solo-Kampagne geben. Hätte ich nie gedacht beim Multiplayer-Shooter. Ich habe nur keine Ahnung, ich glaube das hier, diese Evakuierung, genau, eine dynamische Kampagne. Und ich glaube, das war's mit Singleplayer, der Rest ist halt schnelles Spiel. So wie Multiplayer auch, wo man schnell in eine Lobby kommt und zocken kann. Individuell kann man einen eigenen Raum aufmachen und halt Tutorial, aber ich brauche kein Tutorial, ich weiß ja schon, wie das geht. Und sobald diese Evakuierung fertig ist und ich das gezeigt habe, werde ich Multiplayer-Matches aufnehmen. Alle paar Tage mal, wenn meine Kollegen Zeit und Lust haben, und dann schauen wir mal, was so geht und was wir so freischalten können. Und ja, ein paar Sachen habe ich ja schon durch diese Edition da, diese Special Edition, Skins und Monster und so weiter. Und naja. Ich fange mal an. Wir können auch. Was nehmen wir denn? Monster oder Jäger? Ich glaube, Monster ist für eine Aufnahme spektakulärer, oder? Bei einer Kampagne als Jäger. Ich nehme das Monster. Ich kann natürlich auch beides zeigen. Aha, Tag 1. Destillerie, Jagd. Oh, also. Sehr spektakulär. Man kriegt nichts gesagt, es gibt irgendwie kein Video oder sonst was. Ich glaube, wenn man den Menschen nimmt, gibt es ein Video. Oder bevor man die Auswahl hat, gibt es ein Video. Aber da ich das Spiel schon gestartet habe, ist das anscheinend übersprungen oder so. Verdammt. Naja. Gut. Reise, sehen, wo muss ich ja. Wie gesagt, das gibt es auch im Multiplayer, glaube ich. Ja, die Evakuierung. Und zwar, wenn ihr, das geht 5 Tage lang. Und wenn ihr an einem Tag das und das halt geschafft habt oder nicht geschafft habt, hat das Auswirkungen auf den zweiten Tag und da verändert sich halt die Map jedes Mal. Das sieht man auch in einem Beispielvideo. Wo haben das? Auf Steam oder irgendwo YouTube? Dass wenn zum Beispiel das Monster gewinnt und die Fabrik zerstört und dann kriegt am nächsten Tag kriegen die Jäger dann radioaktiven Schaden oder so durch diese Gasgeschichte von dieser Fabrik, weil die ja dann kaputt ist und ja. Hallo. Lad mal ein bisschen schneller da oben hier. Was hat man denn so viel Arbeitsspeicher, wenn das dann so lange dauert? Mein Gott. Ach ja, Day One Patch 3 GB wurde schon installiert anscheinend bei mir. Oder bei den Leuten, die gepreordert haben, also vorbestellt. Keine Ahnung. Mal gestern Abend hat er irgendwas nochmal installiert oder runtergeladen. Ich habe das nur im Hintergrund mal kurz gesehen. Dass da was geladen wurde. So. Hallo, heute noch. Die Jäger müssen das Monster finden und töten, bevor das Monster sie tötet. Also, standardmäßig stinkt die maximale Gesundheit, wollte ich eben schon lesen. Ja. Der Schlüssel zum Sieg für das Monster ist übrigens sehr viel Schleichen. Natürlich im richtigen Moment, wenn man komplett nur über die Map schleicht, finden einen natürlich die Jäger, früher oder später. Aber wenn ihr so ein bisschen normal lauft, ne? Und dann wieder schleich, dann wieder normal, dann könnt ihr so falsche Fährten legen und so. Das mache ich sehr oft. Bringt auch sehr viel und meistens gewinne ich auch mit dem Monster, wenn ich das mache. Eigentlich mache ich das immer. Ich habe gar keinen anderen Stil beim Spielen. Ich habe keine Ahnung, wie es mit dem Kraken ist oder dem Ghost, dem anderen Feeder. Ob das die gleiche Taktik ist, aber ich denke schon. Naja, dann schleicht man halt da rum, ne, und frisst und steigt auf und dann kann man so tolle Schleichangriffe machen. Das ist schon cool. Ja, hallo, also jetzt schon fast 5 Minuten Gelaber und Ladebildschirm, also was soll das denn? Warum dauert das denn so lange? Ist diese Evakuierung, diese 5-Tage-Mission so komplex und so groß oder was? Muss jetzt nochmal 3 GB runterladen oder wie? Aber finde ich gut, dass ich sowas hier zeigen kann, weil dann sieht man auch direkt die Schwachpunkte von einem Spiel, weil solche Ladezeiten heutzutage, also ja. Und die meisten kennen ja mein System, das habe ich auch schon öfter gesagt. Also ich meine i7 und 16 GB RAM. 16 GB sollen eigentlich reichen für so ein Spiel. Die Anforderungen sind ja auch sehr, sage ich mal, naja, niedrig.
tut mir leid, Leute. Ich kann nichts dafür. Ich spiele das erste Mal die Solo-Kampagne. Ist voll blind. Voll blind und voll kacke hier gerade mit dem Ladebildschirm. Boah, das ist aber echt jetzt, also. Wie lange läuft die Uhr? Moment, ich schau mal auf meinen Timer. Timer 5 Minuten 30. Also mit Gelaber am Anfang, also schon. Das ist schon heftig. Mhm. Ja, sehr spannend. Lalalala. Wir haben ja so viel Zeit und es ist so toll, das Spiel. Und jetzt werde ich langsam böse. Und langsam regt es mich sehr auf. Dieser tolle Ladebildschirm, diese tolle Destillerie, die einfach keine Lust hat. Und dieser kackblöde Balken, der da hinten hängen geblieben ist. Ach, Leute. Also wenn ihr Evolve spielt oder vorbestellt habt, dann macht lieber erst Multiplayer und nicht den... macht nicht den Singleplayer zuerst, weil sonst seid ihr so frustriert, dass ihr keinen Bock mehr habt und das Spiel vielleicht deinstalliert. Wow, ganz ehrlich, ich mach gleich einen Cut. Cut, cuttle die Schnippschnapp ab. Oh, das ist... Regt mich schon wieder auf hier. So, ich mach jetzt wirklich einen Cut. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da, Leute. So, guten Tag, willkommen zurück. Ja, der Ladebildschirm ist zu Ende. Und ich habe jetzt auch eine andere Map, weil ich musste das nochmal starten, weil irgendwie ist das hängen geblieben. Und als ich das beenden wollte, gerade in diesem Moment, als ich das Spiel verlassen habe, war der Ladebildschirm zu Ende. Ja, das ist super toll. Und so wie es aussieht, ist die Solo-Mission einfach nur, Multiplayer mit Bots. Ich werde deswegen wahrscheinlich auch nur eine Runde vielleicht machen, weil dann kann ich auch Evakuierung im Multiplayer spielen, ganz ehrlich. Also, so, ihr seht, Magma-Skin und Wilder Goliath-Skin, das sind halt diese Pre-Order-Dinger. Ich nehme mal Wilder Goliath, sieht ganz cool aus, ja. So. Was ich sehr gerne nehme, ist Schmettersprung und Feueratem. Das sind so zwei sehr mächtige Sachen. Mit dem Felsen ist halt immer das Problem, ihr müsst treffen. Und meistens sind die Leute so agil, dass man halt den Fels vorbeiwirft. Team anpassen? Wie Team anpassen? Nee, zum Einsatz, komm. Oh, wenn jetzt wieder ein Ladebildschirm kommt, ne? Dann fresse ich einen Besen. Ein Goliath-Besen, ja, aber so ein richtig großer. Ja. Ist echt doof. Also wenn Solo, diese Solo-Kampagne einfach nur mit Bots ist, dann... Naja. Ich habe in der Vorschau gelesen, Kampagne. Und wenn man Kampagne liest, dann stellt man sich was anderes drunter vor als sowas. Oder? Was meint ihr dazu? Ey, ohne Scheiß. Mach jetzt. Auf mich zu trollen, du tolles Spiel. Oh Gott. Was eine erste Folge. Oh, Tutorials für Fortgeschrittene findest du in der Videogalerie extra. So toll. Ja, schön. Da gucke ich mir die 10.000 mal an. Kann ich mich freuen mit dem Ladebildschirm hier. Wenn ich wenigstens die Tutorials anschauen kann. Das ist doch schon mal was, ja. Da brauche ich kein Spiel. Tutorial und Ladebildschirm, das ist... Online-Bestenlisten. Ah. Genau, bei Evakuierung müssen wir Zivilisten retten. Eine gewisse Anzahl. Zu den anderen Modi komme ich dann in den anderen Folgen. Weil da gibt es noch den Modus Nest. Wo man halt nur Eier als Jäger platt machen muss. Und dann noch einen Modus, Im Modus Jagd wurde ein Phase 1 Monster in der Gegend gesichtet. Alle Jäger werden aufgefordert, die Bedrohung durch das Monster schnellstmöglich zu... Natürlich kommt jetzt erstmal Jagd. Am zweiten Tag vielleicht dann irgendwas anderes. Und dann Evakuierung irgendwann. Ja, ey, wie oft will... Das regt mich auf bei Evolve, das war in der Beta schon so. Man hat schon gespielt. Gut, in der Beta wird es vielleicht gelöscht bei jeder Beta-Phase. Aber jetzt zeigt ihr mir schon wieder ein Tutorial. Ich weiß doch, wie es funktioniert. Ich habe doch schon den Multiplayer ausprobiert.
Fußspuren, Bremsspuren, Blutspuren. Zeichen dafür, dass das Monster sich in der Nähe befindet. Echt? Die Runde endet, wenn ein Team ausgeschaltet wurde oder wenn das Monster Phase 3 erreicht und das Stromrelais zerstört. Mhm. Danke für die wichtigen Infos, jetzt bin ich voll vorbereitet. Echt jetzt? Da kam... Ich wollte schon sagen, ey. Tutorial oder... Und dann schon wieder Ladebildschirm, also man kann es auch übertreiben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie inwiefern die Bots cheaten oder einen finden. Das ist ja meistens so, dass Bots ja immer so übermäßig super intelligent und schwer sind. Keine Ahnung, wie das in dem Spiel hier ist. So, machen wir mal den Instinkt an, weil im Instinkt könnt ihr auch Nahrung finden. Also kleine Viecher, ne, die man fressen kann. Ich mache gerade einen großen Fehler, ich laufe gerade normal. Dadurch werden die mich wahrscheinlich gleich finden, wegen den Fußspuren. So, jetzt gehen wir mal in den Schleichmodus. Und da kann man einen tollen Angriff machen. Ja. So. Oh, das ist ein gutes Monster. Das gibt viel Futter. Ja. Also, wie man schon sehen kann, die Kampagne ist... Oh, scheiße. Hier ist Ende Gelände. Ende im Gelände. Durchs Wasser laufen könnt ihr auch normal, weil im Wasser hinterlasst ihr keine Spuren. Wir müssen aufpassen, da gibt es große Viecher im Wasser. Die machen böse Aua. Oh, ich habe einen Buff bekommen von dem Vieh. Nice. So, machen wir mal so eine Sprungattacke. Wir können nämlich mehrere von den Viechern direkt töten. Gut, hat jetzt sehr viel gebracht, aber... Wenn ihr mehrere Viecher essen wollt, könnt ihr auch eh gedrückt halten, wenn die jetzt nebeneinander liegen würden. Die liegen jetzt natürlich zu weit auseinander. So, immer schön schnüffeln, ne? Weil durch das Schnüffeln seht ihr andere Monster zum Fressen und natürlich auch die Spieler. Beziehungsweise die Bots. Jetzt in dem Fall. Das war der Schleichangriff, habt ihr gesehen? Also man schlägt so lange auf den Gegner ein beim Schleichangriff, bis er tot ist. Oder bis halt jemand auf mich drauf schießt und ihn befreit. Toll, danke Vögel. So, jetzt wieder schön schleichen. Lalala, dumm. So. Vielleicht können wir uns verwandeln. Ich kann natürlich auch mal den Dicken angreifen, aber der ist schon gefährlich mit Stufe 1. Ja, der ist vielleicht sogar zu gefährlich. Komm, gehen wir mal da hoch. Ui. Was mich wundert. Yippie! Okay. Jetzt habe ich ihn böse gemacht, den Dicken. Ach, komm her! Weißt du, was ich mit dir mache? Kannst doch gar nichts. Wenn jetzt natürlich die Jäger vorbeikommen, habe ich ein Problem. So. So, jetzt habe ich... Jetzt werde ich erstmal beschossen von den Bots. Finde ich sehr gut. Ich wollte mich gerade entwickeln. Wenn ihr euch entwickeln könnt, dann sucht euch einen ruhigen Platz dafür, weil ihr seid verwundbar, wenn ihr euch entwickelt. So, schleichen. Ah, die sind weit genug weg. Die Bots sind doch ein bisschen blöd, muss ich sagen. Gott sei Dank. So, dann könnt ihr natürlich wieder skillen. Dann nehme ich diesen Sprung und das Feuer und nochmal den Sprung. Und dann kommen die anderen beiden Sachen. Danach mache ich immer die Ram-Attacke und dann... Erst den Stein, weil der Stein, wie gesagt. Ach ja, und jetzt habe ich Level 2, hier wollte ich euch mit mir anlegen. Könnt ihr gerne haben. So. Weil auf Level 2 machen wir schon gut Schaden. Dann können wir schon viel ausrichten. Wenn ihr, so wie jetzt, das ist noch ziemlich... oh, ich kriege aber viel Schaden. Ja, hallo? Also, das sind die Spieler aber schlechter. Ey. So, einer ist down. Down! Komm her, Heilerin. Babam, babam. Was ich sagen wollte, ja... Ihr seht ja jetzt, wahrscheinlich wird das Böse für mich ausgehen, wenn ich bis zum Ende kämpfe. Deswegen, in so Geschichten hier, wenn das so aussieht, schlagt ein, zwei Leute kaputt von denen, wartet, bis das Schild weggeht und dann verschwindet ihr wieder. Weil wenn ich jetzt bis zum Ende kämpfen würde, würde ich sterben. Das Problem ist nur gerade. So, das Schild ist halt eben ganz schön lange gebraucht, um wegzugehen. So, jetzt schnell abhauen. Weil einer von denen lag auf dem Boden, haben die erstmal zu tun, müssen ihn wiederbeleben und so weiter. Bekommen. Ich glaube, wir verlieren das. Die Bots verhalten sich voll blöd, aber machen Schaden wie Sau, ey. Hat mich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Da
hinten kommen die schon wieder. Das ist schlecht. Aber wie gesagt, immer schön schleichen, damit ihr keine Spuren hinterlasst. Die kommen da hinten schon wieder, so ein Scherz. Ich brauche unbedingt mein Schild. Aber ganz ehrlich, also ich denke, ich werde nach dieser Folge keine Solo-Mission-Folge mehr zeigen. Was soll ich zeigen? Dieselben Modi gibt es auch im Multiplayer. Evakuierung und den ganzen Kram. Von daher ist das eigentlich voll unnötig gerade. Und die Bots haben anscheinend Aimbot mal wieder an. So wie auch in Arma 3 schon. Hallo, was ist das denn jetzt? Hänge ich da am Fels fest? Du bist verlangsamt. Okay, ich glaube, die Runde kriegen wir aufs Maul. Ich muss Abstand gewinnen. Ja, genau. Vorteil ist natürlich, für die jetzt als Bot arbeiten die tausendmal besser zusammen als Spieler. Weil Spieler verkacken es ja immer oder heilen zu langsam und so weiter. Und die Bots wissen natürlich, ja, jetzt muss ich schön heilen und jetzt muss ich genau das machen. Die spielen dann perfekt zusammen, ne? Ja. Aber so schlecht war ich noch nie mit dem Monster, echt. Oh, Spaß. Wo ist die Heilerin? Ja, und da sind wir tot. Dadurch, dass die Jäger jetzt gewonnen haben, wird auf der zweiten Map, also der zweite Tag, so ist es bei Evakuierung, werden jetzt, glaube ich, Geschütze auf der Map sein. Die machen böse Aua. Yeah, ich schieße eine geile Rakete in die Luft. Aber ich glaube, dieselben Zwischensequenzen hat mein Multiplayer auch. Hä? Der schießt eine Rakete hoch, um dann wieder was anderes runterzuschießen. Der hätte das doch direkt unten lassen können. Was er gerade runtergeschossen hat, was ist das für eine Logik? Ja. Oh, wir kriegen sogar Punkte. Ich habe schon Stufe 2 durch den Multiplayer. Finde ich aber gut, dass wir durch die Solo-Kampagne auch Punkte bekommen. Aber ganz ehrlich. So, ja. Ich werde die Folge hiermit beenden. Wenn ich jetzt auf Fortfahren gehe, geht wahrscheinlich die Mission direkt weiter. Und den Rest, ich zeige dann Evakuierung dann im Multiplayer, weil ganz ehrlich. Gegen Bots ist das einfach nur lame. Macht keinen Spaß. Was? Oh. 470 haben die gerettet. 86 getötet. Was bedeutet das? Dass ich noch stärker bin oder was? Aha. Wähle die nächste Karte. Rettung. Wetterstation. Genau, Nest, da muss man Eier und sowas platt machen. Hier ist, muss man die Leute töten oder halt evakuieren mit der anderen Seite. Und dann gibt es noch einen Modus und zwar muss man da irgendwie den Reaktor von dem Schiff angreifen oder irgendwie sowas. Und halt den Jagdmodus, den man kennt. Aber wie gesagt, ich werde jetzt erstmal die Folge beenden und werde dann diesen Modus Evakuierung, der sehr cool ist, werde ich dann im Multiplayer weiterspielen. Bis dahin sage ich, macht's gut und wir sehen uns. Euer Flash. Ciao.